willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute einen DAF XF95. Soll angeblich geupdatet worden sein für die Version 1.36. Und dann schauen wir doch mal, was mit dabei ist. Also, Fahrhaus bleibt so. Fahrwerk auch 4x2, 510 PS, 12 Gänge. Interieur. Typisches Standard-Interieur, sowas halt hier kennen vom DAF, ne? Wow, gut. Brauche ich nichts erwähnen dazu. Farbe könnt ihr hier noch ein bisschen verändern. Aber die Metallic. Aha. Ihr könnt natürlich, klar, wenn man möchte, kann man natürlich so durch die Gegend heizen. So, eher so Ghostbuster-Style hier. Aber macht keinen Sinn, deshalb lassen wir natürlich das und ich lasse weiß. So, wir haben Lammbügel. Wir haben Außenspiegel, lackierte, Plaste, Kunststoff, hast du nicht gesehen. Nutzen wir auch. ADR-Platte. Lackiert oder Kunststoff. Lackiert oder Plaste. Hier dasselbe. Und hier unten haben wir noch Schmutzlappen. So, ansonsten, was haben wir hier noch? Interieurlicht. Gut. Dann gehen wir rein ins Interieur. Was haben wir hier? Kabinen-DLC. Fehlt die Textur der, also die Textur der Schnur. Was das sein soll, weiß ich nicht. Wird mir nicht angezeigt. Keine Ahnung. Dann, aber ich will hier gar nicht weiter drauf eingehen, auf das ganze Kabinengedöns hier. Weil macht der jetzt hier auch wenig Sinn. Einfach ein bisschen Klimbim rein hier und dann ist auch schon gut. So, hier Navi und gut ist. Das ist im Prinzip hier schon mal alles, was man hier so machen kann. So, wir starten jetzt mal den Diesel. Ne, starten wir noch nicht, weil ich muss mich jetzt hier noch ein bisschen rumsetzen. Das sieht ja aus, als wenn ich auf dem Kindersitz sitzen würde oder ohne Kindersitz. So, jetzt. Ah ja, also ihr seht ja mal schon mal einen Fehler hier, ne? Handbremse, das sollte nochmal hier nicht sein. Oh, und wir haben einen Himmel, der wo die Textur fehlt. Oder man sagt, man hat hier einen Himmel sich reinpflastern lassen, nur für Mädchens. Egal. So, wir fahren jetzt mal ein Stück. Klingt ein wenig wie, weiß ich nicht. Egal. Der Außenspiegel, der macht mir ein bisschen Sorgen. Man könnte meinen, der ist nach vorne geklappt, also wie wenn jemand dagegen gefahren wäre. Den sieht man nämlich gar nicht. Das heißt, auf, mit Spiegeln fahren ist hier mal leider nicht. Wäre so ein schöner LKW, aber ich sehe schon zu viele Macken einfach. Kurzer Lichttest. Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht. Was haben wir hier? Positionsleuchten gibt es nicht. Ganz schwaches Rücklicht auf der Brust. Und im Interieur, ja gut. Das sieht noch einigermaßen noch was aus hier. Und Interieurlicht funktioniert wenigstens, ich werde verrückt. Mit dem hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. So, dann kommen wir zum Fazit zu unserem DAF XF95. Ja, also er hat einige Fehler. Er sollte eigentlich geupdatet sein. Ich gucke mal, wir fahren hier 70. Das will ich jetzt mal kurz überprüfen. Ja, gut, die Anzeige stimmt wenigstens. Ist ein bisschen schade, dass er so viele Fehler hat. Das finde ich ein bisschen doof, weil ich den eigentlich ganz cool finde. Ne? Auch mit dem Interieur und so. Aber naja, gut. Also, kommen wir mal zu den Mängeln. Wir haben hier Texturschnur. Fehlt. Wir haben oben Himmel, ist für Girls, also fehlt auch die Textur. Trailerkabel fehlt. Ja, das ist ein bisschen schade, aber ansonsten funktioniert eigentlich soweit. Kabinen-DLC funktioniert ja auch, das ist auch schon mal ein bisschen was. Und ja, der Außenspiegel, den kannst du knicken, der ist irgendwo, nirgendwo. Da kannst du höchstens vielleicht der Nachbar, der, wenn er einen überholst, der kann dir vielleicht sagen, wenn du irgendwie rechts wieder einsteigen kannst, der hupt einfach mal ein bisschen und dann ist gut. Aber ansonsten ist echt ein bisschen mau. Der Mod war übrigens mal für die Version 1.34. Und naja, ist jetzt hier einfach bloß, ich sag's es mal in Anführungsstrichen, ein bisschen umgeschrieben worden und ja, das war's. Ja, hier muss man also noch ein bisschen Hand anlegen an dieser Geschichte hier. Wer Zeit und Lust hat, darf das gerne machen.
darf sich dann gerne bei mir melden. Wie schon gesagt, der Außenspiegel, Textur und Trailerkabel. Dann wäre ich eigentlich schon glücklich, weil Reifen war da mit dabei. Und ja, sonst sieht er ja gar nicht so ohne aus. Habt ihr noch Fragen dazu, dann dürft ihr das gerne machen. Einfach kommentieren, ansonsten lasst einen Däumling da, Abo für den Kanal nicht vergessen und dann wünsche ich viel Spaß mit dem DAF XF95 mit einer Menge Fehler. In diesem Sinn viel Spaß damit. Tschüss.